Kino, eine Kinolösung von Samsung. Das ist ein sogenannter Laser-TV. Laser-TV ist ein Ultra-Kurzdistanz-Projektor. Das heißt, aus nur wenigen Zentimetern Abstand werden riesige Bilddiagonalen projiziert. Und tatsächlich ist die Bildgröße variabel. Das beginnt bei 90 Zoll und geht bis 120, 130 Zoll. Also wirklich riesige Bilder bei gleichzeitig sehr gutem Kontrast und guter Helligkeit. Und wenn man einen Spezialscreen verwendet, ich weiß nicht, was jetzt hier im Einsatz ist, das scheint, ja, das ist sogar ein Spezialscreen, da kann man das auch in einem Wohnzimmer benutzen. Man muss keinen schwarzen Raum wie hier benutzen, sondern man kann das wirklich im Wohnzimmer tagsüber benutzen. Und sobald es dunkel ist, hat man einfach das absolute Kino erlebt. Das ist praktisch ein Fernsehersatz und ein Heimkino-Beamer-Ersatz in einem. Man muss nicht unter die Decke hängen, der kommt einfach auf den Lowboard. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, ein echter RGB-Laserprojektor. Dieses Gerät hat rote, grüne und blaue Laser und ist deshalb zu extrem intensiven Farben in der Lage. Intensivere Farben als QLED, intensivere Farben als OLED, intensivere Farben als jeder andere Fernseher auf dem Markt. Und es gibt tatsächlich auch schon, ich hatte mal einen Bericht darüber geschrieben, Filme, die diesen Farbraum nutzen. Es sind noch wenige, aber wenn man so einen Film nimmt, dann hat man wirklich noch mal ein komplett neues Erlebnis, was auch die Farben angeht. Also man muss jetzt hier ganz klar sagen, Leute, ihr müsst verdunkeln. Nur so bekommt ihr so ein Bild hin. Und wir haben ja hier eine CR-Leinwand, die auch wir sehr viel verkaufen. Und hier haben wir im Prinzip die Möglichkeit, auch Streulicht, was wir jetzt hier im Raum ja nicht haben. Ja, wir haben jetzt optimale Verhältnisse. Hier sind ja sogar die Wände schwarz gehalten und wir haben jetzt hier Teppich drin. Und wir können hier aber jetzt trotzdem das Streulicht seitlich absorbieren. Und von oben. Und von oben. Und wir haben auch hier kein Bild, was jetzt nochmal an die Decke reflektiert. Genau, das ist hier optimal. Das ist spiegelfrei. Der einzige, der hier an die Decke projiziert, ist hier nochmal ein kleiner Samsung. Und man sieht auch, auf der Decke funktioniert das auch super mit der Bildkontrolle. Ganz klasse. Also ja. Ich muss jetzt auch wirklich sagen, hier sieht man jetzt, sagen wir mal, die Anwendung, die ich gesagt habe. Wenn du jetzt gerade am Chillen bist, irgendwo dich hinlegst und du stellst den Projektor nebendran und du beamst einfach nach oben und hast den Ton, du hast alles dabei. Ja? Richtig. Und das alles für kleines Geld. Aber zurück hierzu, man kann dieses Gerät durchaus im Wohnzimmer verwenden. Der Samsung zur Premiere, der hat auch das Tizen-Betriebssystem, wie das hier alle haben. Ist also auch ein komplett smartes Gerät. Er hat auch einen eingebauten Triple-Tuner. Das heißt, das ist wirklich wie ein Fernseher. Man kann hier direkt die Satellitenschüssel oder das Kabel anschließen. Und er ist auch seine eigene Soundbar. Denn hier vorne ist ein komplettes Soundsystem integriert. Und dadurch, dass das Gerät so eine gewisse Größe hat, hat das auch schon ein gutes Klangvolumen. Man könnte aber auch, wenn man jetzt Dolby Atmos haben möchte, könnte man auch jetzt so eine Q-Symphony Soundbar, so ein Soundsystem, könnte man auch hier mit einsetzen. Und das könnte man im Prinzip auch nahtlos kombinieren, das Ganze. Aber wir sehen hier auch nochmal den absolut kurzen Abstand. Ja. Das ist auch noch eine Besonderheit von diesem Modell. Der ist jetzt tatsächlich von der Wand gerade mal, wenn man jetzt hier mal einen Screen nimmt, der ist gerade mal 6, ich glaube, es sind 8 cm entfernt. Ja, 8 cm und er macht ein 100 Zoll Bild. Wenn man den jetzt bis hier ziehen würde und dann ist man immer noch in der normalen Breite eines Lowboards, dann wäre man schon bei 120 Zoll. Und es bedarf eigentlich nur eines Lowboards und eines Screens. Das ist ein genannter CLR-Screen, der hier ist jetzt von Celexon. Den kauft man nochmal optional dazu. Aber auch im Gesamtpreis ist man damit deutlich günstiger als bei einem Fernseher dieser Größe. Also ein Bruchteil. Also so ein Paket kostet zusammen so viel wie ein
wie ein sehr guter Fernseher, nicht? Und wir hatten ja einen ausführlichen Video gedreht, ja, zu dem LSP9. Genau, regelmäßige Zuschauer wissen ja, da haben wir ja den LSP9 und auch jede Menge andere Laser-TVs. Es gibt ja auch den LSP7. Das ist der kleine Bruder. Der hat keine RGB-Laser, ist ein bisschen dunkler, ist nicht ganz so intensiv von den Farben und braucht ein bisschen mehr Abstand. Sieht aber optisch fast genauso aus. Ja. Ist dafür aber mal eine Ecke günstiger. Ist aber eine ganze Ecke günstiger. Und ja, also wir sehen auf jeden Fall hier eine sehr gute Kombi für das große Bild, für die, genau, Großbild-Enthusiasten. Richtig, für die echten Heimkino-Enthusiasten. Die echten. Die echten, genau. Aber da würde ich auch sagen, wir haben jetzt ja hier 100 Zoll. Genau, es geht noch größer. Auch. Also das ist hier eine 100 Zoll Leinwand und sagen wir mal so, am gängigsten oder am meisten wird eigentlich 120 Zoll gekauft. Da weißt also, du besser als ich, ja. Wenn es machbar ist. Also ja. Ich meine, da muss man... Ja, wenn man schon so ein Gerät hat, sollte man aber auch die Größe ausnutzen, wenn es möglich ist, wenn es machbar ist. Aber da müssen auch die Raumverhältnisse, die müssen das eben auch dann zulassen. Eine schöne Sache finde ich hier noch, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Wir haben ja eben auch schon gesagt, wenn man so ein Gerät nicht nutzt, dann hat man so einen riesen Screen. Das hier ist eine ganz schöne Sache, das ist tatsächlich ein aufrollbarer Screen. Das heißt, wenn der Fernseher nicht genutzt wird, ich will das jetzt hier nicht auslösen, dann kann dieser Screen einfach eingefahren werden. Und wenn man diesen Kasten auch noch geschickt ins Lowboard einbaut, wenn man einen guten Schreiner hat oder selber ein bisschen geschickt ist, dann ist was unsichtbar und nur wenn man Fernsehen guckt, kommt der Screen nach oben. Bei Nichtbenutzung geht er nach unten, dahinter kann man ein schönes Bild hängen. Das heißt, man sieht bei Nichtgebrauch überhaupt keinen Screen mehr. Das ist noch ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Fernseher. Das ist eine ganz schöne Lösung. Ist auch nicht unbezahlbar, dieses Screen. Diese Screens sind gar nicht so unbezahlbar. Das ist auch eine schöne Lösung, tatsächlich. Findet man alles bei uns auf der Homepage bei Beamer24. Oder wie gesagt, es gibt auch da, man kann sich da auch ein Angebot holen. Oder vielleicht auch ein Bundlepreis, Paketpreis oder es kann auch sein, dass man da vielleicht auch das eine oder andere, so einen Gutscheincode ergattern kann und dann spart man einiges an seiner Investition. Gut, dann sind wir eigentlich soweit jetzt hier durch. Das waren, glaube ich, die Highlights. Haben wir jetzt alle. Video wird auch entsprechend lang gewesen sein. Genau, das ist sehr lange geworden. Aber wir haben ja auch einiges gezeigt und wie gesagt, uns ist nicht langweilig geworden. Ecki, vielen Dank. Ich danke auch. Hat viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich. Du dankst mir. Ich danke dir auch. Wir danken uns gegenseitig. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte Fragen stellen, wie immer, in den Kommentaren. Und wir werden die dann beantworten. Wir sagen jetzt hier an dieser Stelle auf Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Fernseher werden halt auch immer mehr zu einem Designobjekt und das hat natürlich... Aber was die meisten Zuschauer jetzt interessiert, ist natürlich die Frage, was ist jetzt besser? Beamer? Heimkino als Beamer oder eher, sagen wir mal, als Fernseher? Wo sind die Vorteile? Ja. Was würdest du sagen? Das hängt einfach von der angestrebten Bildgröße ab. Natürlich ist so ein Fernseher viel strahlender, kann mehr Helligkeit erzeugen und in hellen Umgebungen wie hier. Man sieht das ja hier, kann auch ein sehr tiefes Schwarz erzeugen und einen hohen Kontrast. Allerdings sind die bezahlbaren Größen immer noch bis 80 Zoll, knapp über 80 genau. Zoll limitiert. Vielleicht noch was darüber. Kino beginnt meiner Meinung nach erst einmal bei 100, 120 Zoll. Ganz genau. Und so würde ich das auch sagen. Also Freunde, bis 85 Zoll ist ein Fernseher, ein TV unschlagbar. Ja. Ja, der hat einfach das bessere Gesamtkonzept. Er ist einfach alltagstauglich. Ja, das bessere Setup, der ist einfach heller, bessere Kontraste, unproblematischer aufzustellen. Aber sagen wir mal, ab 100 Zoll, ja, da ist es immer noch, und auch jetzt hier beispielsweise von Samsung, der The Premiere. Genau, Samsung eine Lösung für den Laser-TV, The Premiere, ein RGB-Lasergerät, das eben extrem große Bild
diagonal erzeugen kann. Über 100 Zoll, ja. 110, 120, ich glaube bis 130 kann man relativ locker. Du, und ich kann dir jetzt schon vorwegnehmen, den wirst du später sogar sehen. Ja, schön, ja. Und du kennst dich ja aus. Genau. Du hast ja da schon abermals und viele Stunden in dieses Thema investiert. Und du kennst dich ja aus, du hast ja die letzten Farben, Farbnuancen rausgekitzelt. Also das Besonderheit von diesen Laser-TVs ist nicht nur die Bildgröße, sondern auch, dass sie tatsächlich den vollen BT2020-Farbraum aufspannen. Das ist eigentlich das einzige Gerät, das das kann. Und das kann schon zu extrem atemberaubenden Farben führen. Wenn man entsprechendes Material hat, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Genau. So. So. Hier sind wir zurück. Hier geht's jetzt, hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. Ganz kurz. Hier ist es ziemlich dunkel. Ja. Ja, ja. Ja, hier haben wir die Evolution von Samsung, nämlich Q-Symphony. Generation 2, und zwar haben wir hier eine verbesserte Synergie zwischen Samsung TV und Soundbars. Verleiht der Szene einen atmosphärischen Sound. So, ich mach's ein bisschen lauter. Ich gebe euch was auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie ihr das natürlich jetzt erlebt, aber ihr geht richtig ab. Das müsst ihr haben, wenn ihr euch hier einen Samsung-Fernseher zulegt, dann sollte der Sound. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with 10-point accuracy. Ich weiß nicht, dann geht das nicht an. Dann sieht man den. Whether the soundscape sets the mood of a scene. Or captures the full extent. Do you want to know the secret? Ja, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das gehört eigentlich zu einem ausgewachsenen TV, gehört das dazu. Und es muss auch kein Samsung sein, muss man dazu sagen. Aber mit einem Samsung Q-Sound-System arbeitet es natürlich intelligent zusammen. Und man kann auch den kompletten Fernseher als Sound in diesem Soundsystem nutzen. Wie gesagt, Dolby Atmos, das ist virtuell und ein sehr, sehr schönes Erlebnis.